Herzlich willkommen zurück hier bei GMP1 TV aus der Kölner Lanxess Arena bei GMC Nummer 21. Ja, und an meiner Seite ein erleichterter Max Koga, der jetzt im zweiten Anlauf seinen ersten Sieg gefeiert hat bei GMC gegen Michailidis Athenodoros aus Griechenland, genannte 300. Max, du hast den Kampf ziemlich dominiert, das ging ja nicht sehr lange. Du hast ihm im Stand ordentlich eingeschenkt, dann ging es auf die Matte und zum Schluss war es dann nach Schlägen, hat er dir den Rücken zugedreht, du hast dir den Rear Naked Choke geschnappt und das Ding ja wirklich in der ersten Runde unter Dach und Fach gebracht. Danach bist du erst auf dem Käfig, hast die Meute animiert, dass sie dich anfeuern und beim Interview im Cage danach hast du auch wirklich deiner Erleichterung, glaube ich mal, freien Lauf gelassen. Wie fühlst du dich jetzt nach dem Fight? Ich glaube, jeder Kämpfer fühlt sich nach dem Finish einfach extrem befriedigt. Das ist ja das Beste, was du erreichen kannst in einem Kampf und das war längst überfällig. Ich wollte letztes Mal schon, ich will generell meine Kämpfe immer finishen und das ist meine erste Priorität, dass ich den Kampf frühzeitig beende und letztes Mal war das ja alles eine sehr schwierige Geschichte und deswegen bin ich umso erleichterter gewesen. Was heißt erleichtert? Aber ich habe mich einfach sehr gefreut, dass das alles so nach Plan gelaufen ist. Setzt man sich da vielleicht auch ein bisschen selbst unter Druck, wenn man das Finish als Zielvorgabe ausgibt? Ja, das gehört dazu. Also ich gehe in keinen Kampf rein und also ich will den auf jeden Fall beenden. Das ist einfach das ist ein Anspruch an mich selber und auch gerade vom MMA Spirit. Das ist schon, wir werden dazu getrimmt zu finishen. Jetzt hast du mit Michailidis Athenodoros, einen Kämpfer, der im MMA jetzt eine ausgeglichene Bilanz gehabt hat von 8 Siegen und genauso vielen Niederlagen, der aber ein sehr erfahrener Thai-Boxer und sehr erfahrener Kickboxer ist. Wie seid ihr an diesen Fight rangegangen? Wie habt ihr euch darauf vorbereitet? Das war jetzt doch nur eine ganz kurze Zeit nach deinem letzten Kampf. Es sind jetzt gerade mal 7 Wochen gewesen seit GMC in Berlin. Ja, wie lief da die Vorbereitung und was wolltet ihr zeigen? Ich musste ja wegen meinem Auge etwas pausieren. Und dann bin ich eigentlich wieder ins Training eingestiegen. Nils es wurden die ganze Zeit Gegner verhandelt und es kam dann irgendwie dazu, ich war jetzt bei den Verhandlungen nicht dabei oder konnte auch nicht entscheiden. Er wollte auf jeden Fall kämpfen und ich habe mich gefreut, dass es jemanden gibt und dass die Option einfach besteht, dass ich schnellstmöglich wieder in den Cage kann. Und wie gesagt, er ist ein erfahrener Mann. Und man darf natürlich nicht vergessen, Kampf ist Kampf. Es sind schon die verrücktesten Dinge im Kampf passiert. Und es ist klar, dass ich als Favorit in diesen Kampf gehe. Und aber trotzdem, er hat 2 Fäuste, er hat 2 Beine und kann damit auch gewisse Sachen anstellen. Aber er geht gerne vorwärts, das hat man ja auch gesehen. Und das war halt auch der Gameplan, dass ich ihn provoziere, dass ich erstmal mir Zeit lasse am Anfang. Und wenn er dann wirklich anfängt, Druck zu machen und nach vorne marschiert, dass ich dann Level Change mache und ihn Takedown. Aber es war jetzt nicht so, dass ich den Standkampf gemieden hätte. Also es wäre auch im Stand. Ja, ich wäre auch im Stand geblieben. Es hat sich einfach so ergeben und Jetzt war es so, dass genau wie bei deinem Fight in Berlin dein Gegner erneut kein Gewicht gemacht hat. Ich glaube, es waren 2 Kilo, die er gestern zu schwer war. Wie frustrierend ist es für dich dann als Kämpfer, oder wie frustrierend ist es für dich als Kämpfer, wenn der Gegner, zwar extra anreist, aber dann ja doch dieses letzte Fünkchen Professionalität dann vermissen lässt, weil du musst ja den Cut auch machen. Ja, du hast es ja eben schon gesagt. Ich meine, ich bringe mein Gewicht und jeder Kämpfer weiß, wie heftig Weight Cuts sein können. Und dieser Weight Cut war auch sehr anstrengend dieses Mal, ging sehr an die Substanz irgendwie. Und ist natürlich ärgerlich, wenn ich dann mit meinem Weight Cut, wenn ich mein Gewicht bringe einfach und diese Strapazen erleide und mein Gegner macht es halt nicht. Das ist unprofessionell und das ist einfach ärgerlich, gerade weil es letztes Mal so gewesen ist und jetzt war es halt wieder so, aber gut, was soll man machen? Jetzt haben wir schon, also ich habe schon das Unentschieden erwähnt in Berlin, du hast damals gesagt, du würdest einen Rückkampf auch direkt annehmen. Unentschieden ist natürlich immer frustrierend als Kämpfer, man will ja gewinnen und vor allem hattest du ja da auch mit ein paar Regelverstößen im Fight zu kämpfen. Warum kam es jetzt nicht zu einem Rückkampf, warum fiel dann die Wahl auf Michailidis? GMC hat klar geäußert, dass Lapillus kein Kämpfer mehr für die Federgewichtsdivision sein wird. Einfach weil
weil er einfach zu groß ist für das Federgewicht und dieses Gewicht anscheinend nicht bringen kann oder den Weight Cut nicht schaffen wird. Und wenn das nicht verlässlich ist, dann hat man ja, man hat es ja letztes Mal gesehen, wie ärgerlich das ist. Und dann kann ein Kampf auf der Kippe stehen. Und wir waren das letzte Mal das Main Event. Und wenn das Main Event auf der Kippe steht, mit dem man die ganze Zeit wirbt, dann ist es natürlich ein Risiko. Und ich kann mir vorstellen, dass kein Veranstalter dieser Welt Bock hat, Risiken einzugehen, was das Main Event angeht. Deswegen haben die einfach beschlossen, dass der im Leichtgewicht kämpfen kann, aber nicht mehr im Federgewicht. Deswegen ist es dazu nicht gekommen. Jetzt war der Kampf gegen Lapillus ja ein Contender-Fight im Federgewicht für die Titelchance. Jetzt hast du jetzt danach einen Sieg nachgeholt, aber die Titelchance ist jetzt zuerst an deinen Teamkollegen Sabah Boulahi gegangen. Da stellt sich ja die Frage, wenn du jetzt weiter bei GMC gewinnst und vielleicht Sabah den Titel holt in Hamburg im nächsten Monat, wie ist denn da langfristig für dich im Federgewicht die Perspektive? Weil ich denke mal, du wirst ja auch nach oben gucken. Es ist nicht das erste Mal, dass mein Teamkamerad in der gleichen Organisation Champion ist. Das Gleiche war auch während M1 Global, als ich bei M1 war, da war Ivan Buchinger der Champion. Und solange ich einfach qualitativ starke Gegner kämpfen kann, solange das gewährleistet wird, habe ich kein Problem damit. Ich meine, der Gürtel landet in Frankfurt und das ist vollkommen in Ordnung so. Wie gesagt, ich will einfach nur kämpfen und ich habe für zwei Kämpfe unterschrieben bei GMC und wie es jetzt weitergeht, werden dann einfach Nils und ich dann schauen. Und ich bin froh, dass der Kampf relativ zügig vorbeiging in der ersten Runde, so wie ich es auch im Interview davor gesagt habe. Und dass ich einfach schnell wieder ins Training einsteigen kann. Das sind sehr, sehr wichtige Kämpfe, die noch anstehen. Daniel jetzt Ende September am 28. bei Bellator. Es gibt noch andere Leute in unserem Team, die auch noch Kämpfe anstehen haben. Aber ja, ich will einfach direkt ins Training einsteigen und direkt weiter Gas geben. Also gibt es jetzt dann, wie du schon sagst, du hast für zwei Kämpfe unterschrieben bei GMC, die sind jetzt rum. Ist es also gar nicht gewährleistet, dass du jetzt weiterhin noch Teil von GMC bleibst? Ich würde auf jeden Fall Teil von GMC bleiben, aber das habe ich nicht allein zu entscheiden. Es wird sich zeigen. Okay, dann eine Frage noch, wenn du schon die wichtigen Kämpfe für euer Team ansprichst. Wie geht der Titelkampf nächsten Monat aus in Hamburg? Ist doch ganz klar. Sabah gewinnt und bringt den Titel nach Frankfurt. Ja. Das kannst du mich doch nicht fragen. Da stellt sich dann eher ich bin neutral. Ja, komm, was denkst du? Komm, aus der Affäre kann das nicht. Ich habe die Paarung noch nicht analysiert. Ich freue mich einfach auf einen geilen Kampf zwischen zwei Top-Männern im deutschen Federgewicht. Das ist etwas, worauf sich die Fans wirklich... Das darf keiner verpassen. Ich garantiere brutalste Stimmung in Hamburg. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ja, und wenn ihr dann am Ende das Glück auf eurer Seite habt, dann wird es natürlich wieder eng bei euch im MMA Spirit mit den Gürteln. Ich glaube, langsam gehen euch die Vitrinen da ein bisschen aus. Aber das sind dann die Luxusprobleme aus Frankfurt. Ja, das geht schon. Ein paar Regale passen da noch hin. Ja. Wunderbar, dann danken wir dir, dass du jetzt noch die Zeit genommen hast und unsere Fans hier mit deinem Top-Outfit noch beglückt hast. Ich gebe mir immer Mühe, natürlich. Und ich möchte mich an dieser Stelle natürlich auch bei meinen ganzen Sponsoren bedanken. Vielen Dank an Raimondo Nocera von AXA Versicherung. Danke an Okami Fight Gear. Vielen, vielen Dank an Olymp Germany für meine Unterstützung. Vielen Dank an Versace für das tolle Outfit, das ich heute wieder tragen durfte. Und worauf ich euch da draußen natürlich auch auf jeden Fall aufmerksam machen möchte, ist die Doku, die Dokumentation über mich, mein Leben und den Sport von Run Fighting, die ihr auf jeden Fall sehen solltet. Nicht verpassen, ich verspreche euch keine Langeweile. Die macht richtig Spaß, die ist geil. Schaut es euch an. Ja, ich denke, hast du sie schon gesehen? Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich werde sie mir auf jeden Fall ansehen. Ja, dann verabschieden wir uns an dieser Stelle von GMC 21. Danke euch da draußen, danke Max für deine Zeit. I'm in power.